Das ist auch ein Teil meiner Identität und der Geschichte meines Vaters, damit eben auch meine, auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin. Hallo, ich bin Joy Dinalani, ich bin hier bei Diffus und ich spreche heute über mein neues Album Willpower. Wie unterscheidet sich der Entstehungsprozess deines aktuellen Albums zu dem des vorherigen? Also das Vorgehen zu der Platte Let Yourself Be Loved zu Willpower hat sich insofern unterschieden, als dass die Songs von Let Yourself Be Loved schon sehr alt waren. Ich habe die in 2014, glaube ich, geschrieben, habe versucht, daraus eine Platte zu machen, die mir nicht gelungen ist, einfach produktionsmäßig. Ich habe es einfach nicht gegriffen gekriegt und dann habe ich sie beiseite gepackt, habe dann unterdessen Gleis Dreieck geschrieben. Nach der Kampagne von Gleis Dreieck habe ich gedacht, jetzt kann ich nochmal an die Songs von Let Yourself Be Loved, habe dann mit Roberto Di Gioia diese Platte gemacht. Das heißt also, die war unglaublich, die hat unglaublich viele Jahre gebraucht, bis ich wusste, wie sie klingen muss. Und jetzt die Willpower, die war wirklich sofort in 21. Moment des Starts eigentlich war der Tod meines Vaters. Der ist in 21 gestorben. Totale Zäsur in meinem Leben. Und ich fand, es war ein guter Moment, eigentlich mit dem Texten zu beginnen. Ich hatte auch die Zeit, weil ich war zwar in der Kampagne zu meiner Vorgängerplatte, aber durch Corona konnte ich einfach vieles nicht machen, ne? Und hatte aber diese Energie von der Kampagne, die ich dann nutzen konnte, umlegen konnte eigentlich aufs Writing für Willpower. Und das habe ich gemacht in 21 und 22 und jetzt habe ich sie eben rausgebracht. Also die ist relativ schnell entstanden. Wie kam es, dass das Musikvideo zu Happy in Südafrika gedreht wurde? Als ich den Song Happy geschrieben habe, also das war erstmal schwierig, überhaupt dieses Gefühl zu beschreiben, das ich hatte, weil es war eben so eine tiefe Trauer, die ich bis dahin noch gar nicht kannte, also so ein wirklich richtig unglücklich sein, aber dann auch irgendwie dahinter schauend. Ich wollte wissen, was liegt dahinter, ne? Und da war natürlich total viel unglaublich gute Erinnerungen und schöne Jahre, die ich mit meinem Vater erleben konnte. Und ich wusste, dass er auch irgendwo eine tiefe Sehnsucht in sich hatte, zurück nach Südafrika zu gehen. Und so war für mich irgendwie total wichtig, beim Schreiben auch diese Bilder im Kopf zu haben, eine Beerdigung in Südafrika, eine Beerdigung in Soweto, in Johannesburg, wo er geboren und aufgewachsen ist. Das waren die Bilder beim Schreiben. Ich hatte ganz klare, richtige Szenen vor Augen. Und deswegen war mir auch klar, dass ich das Video in Südafrika drehen muss. Weil ich daher sehr viel Familie habe, wie man in dem Video auch sieht, zum Teil zumindest ist da ja ein Teil davon ist abgebildet, war das sehr naheliegend, das auch im Haus einer meiner Tanten oder Onkels zu filmen und festzuhalten. Ja, und dann sind Max, Isaiah und ich dahin und haben da dann das Video gedreht mit einem Team vor Ort. Das war ziemlich toll, weil ich so das Gefühl hatte, das war ein Moment des Abschiednehmens für alle. Es gab nach dem Videodrehtag dann auch nochmal so ein Gathering. Dann kamen alle und wir haben uns wirklich nochmal offiziell verabschiedet und ihn aufgenommen in den Kreis seiner Familie, also sehr spirituell. Und das war irgendwie es wert. Und irgendwie, wenn man an sowas glaubt, irgendwie glaube ich daran. Ich kann es nicht so genau benennen, aber ich glaube, er fand es gut. Was ist dein persönlicher Bezug zu Soweto? Mein Vater ist zwar in Johannesburg geboren und aufgewachsen, aber als er dann nach Deutschland ist zum Studieren, gab es eine Gesetzesverabschiedung, die besagte, dass die gesamte schwarze Bevölkerung, die egal wo in Südafrika innerstädtisch gelebt hat, die mussten alle in Townships ziehen. Das heißt also, dass meine gesamte Familie aus der Stadt rausziehen musste ins Township. Und das Township bei Johannesburg, wo mein Vater her ist, heißt Soweto. Also wenn ich nach Südafrika gereist bin, sind wir nach Soweto gereist, nicht nach Johannesburg in die Stadt. Das ist natürlich irgendwo auch ein Symbol der Unterdrückung, diese Townships. Und das ist auch ein Teil meiner Identität und der Geschichte meines Vaters, damit eben auch meine, auch wenn ich hier geboren und aufgewachsen bin. Wie kam es zur Zusammenarbeit mit Ghostface Killah? Ich war einfach immer riesen Wu-Tang Clan-Fan. Und ich finde, Ghostface Killah gehört zu den wenigen MCs, die es geschafft haben, einfach einen Style zu bauen, der so zeitlos ist, erstens. Ich finde seine Delivery, also die Art, wie er performt, einzigartig. Und ich finde, er ist ein großartiger Storyteller. Also er kam rein, hat mit mir den Song gehört, wollte alles von mir wissen,
worum es geht, was die Bedeutung meines Vaters ist, was er für ein Mann war, Mensch war. Und saß da wie so ein Journalist, auch mit seinem Stift und Papier und hat wirklich mitgeschrieben, also wirklich sich Notizen gemacht. Und dann hat er die verarbeitet. Und ich fand so ein gutes Beispiel vielleicht, um das zu erläutern, ist, es gibt eine Textstelle, in der sagt er, Songs of the Swan had played and you could hear it. Und Songs of the Swan had played. So, das hat er eingearbeitet, nachdem ich ihm gesagt habe, ich war am letzten Tag meines Vaters, waren wir alle da. Und er hat so einen Schwanengesang aufgeführt. Und man nennt ja eigentlich diesen Moment, bevor Leute sterben, den Schwanengesang, also dieses Aufblühen, dieses letzte Aufblühen, das eigentlich der Außenwelt vermittelt, ah, wow, dem geht's ja eigentlich gut. Und ist dann aber am selben Tag verstorben. Und das habe ich ihm gesagt und dann hat er es gleich verarbeitet. Ne? Er hat mich dann gefragt, was ist das denn? Und ich habe es ihm erklärt und dann hat er es installiert in diesen Song oder in diesen Verse. Und das finde ich dann jetzt irgendwie so, ja, ganz nah an der Kunst dann. Was steckt hinter den Lyrics von Hideaway? Als unser jüngster Sohn ausgezogen war, ist mir aufgefallen, dass wir ja jetzt alleine sind. Das war dann so irgendwie ein Moment, den ich toll fand, weil ich bin sehr früh Mutter geworden. Also nicht jetzt altersmäßig, sondern in meiner Beziehung. Also wir kamen 99 zusammen und 2000 war ich ja Mutter. Und in meiner Welt hat sich mein Leben immer erstmal um die Kinder gedreht. Das war so immer meine Nummer eins. Und deswegen haben wir immer gesagt, wenn die dann mal aus dem Haus sind, dann machen wir alles, was wir jetzt nicht machen konnten. Wir reisen, wann wir wollen. Wir tun einfach, was wir wollen, und zwar, wann wir wollen. Und das fand ich toll. Ich habe gedacht, wir haben es actually, we made it. So, und das fand ich einen Song wert. Wie fühlt es sich für dich an, wieder auf Tour gehen zu können? Ich würde sagen, ich bin schon ein Bühnenmensch. Ich fühle mich total wohl auf der Bühne. Und zwar nicht, weil ich gerne angeguckt werde oder bewundert werde, sondern weil ich meine Musik mit mir so gut verbinden kann. Für mich ist es so, dass die Songs erst zum Leben erwachen, wenn ich sie auf der Bühne wieder zurück in mich hole und in mir spüren kann, um sie also für mich zu verewigen oder zu verstehen. Aber ich bin aufgeregt, weil ich so lange nicht auf der Bühne stand, am Stück. Weißt du, ich kann immer, du kannst mich jederzeit irgendwie rausziehen und sagen, geh jetzt mal in einer Stunde auf die Bühne, mache ich. Aber so eine Tour und irgendwie da sich auch zu überlegen, wie soll es aussehen, welche Songs will man spielen, wie ist die Dramaturgie oder so, das ist dann schon nochmal ein anderes Level, glaube ich, irgendwie. Worauf freust du dich jetzt? Arbeit. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, und ich freue mich auf die Arbeit, weil ich liebe es zu arbeiten. Eigentlich hatten Max und ich uns ja vorgenommen zu reisen und so Sachen zu machen, die wir nie gemacht haben in der Form und so. Und jetzt finde ich mich in einer Situation wieder, in der ich mehr arbeite denn je. Aber auch freiwillig. Also ich mache es ja aus freien Stücken gerne und ein Stück der neuen gewonnenen Freiheit ist anscheinend, dass ich mich arbeitsmäßig mehr denn je ausdrücken möchte. Und ich bin schon wieder am Machen und überlegen, wie es weitergeht. Und daraus kann ich ganz viel Freude für mich ziehen. Also ich freue mich auf mehr Arbeit.